Du bist über die Berichterstattung zur E-Zigarette in den Medien aktuell verunsichert? Auf E-Zigarettenleben findest du alle Informationen und Fakten. Du möchtest, dass Raucher auch in Zukunft erfolgreich auf die wesentlich weniger schädliche Alternative umsteigen können? Unterstütze die Aktion Vaping is not Tobacco. Links zu den beiden Webseiten findest du unter diesem Video. Yay, endlich wieder was von Votofo, der Sting RDA und dann auch noch MTL. Den schauen wir uns heute mal gemeinsam an. Hi Leute, Dampfwolke 7 hier, heute mit einem Review zu dem Sting RTA aus dem Hause Votofo. 22 mm Durchmesser, 22 mm hoch, kleiner, süßer MTL-Tröpfler und auch als Quonkler zu verwenden. Ich habe den hier mal auf die gute alte Luxottic drauf gemacht und ich würde sagen, den schauen wir uns heute mal gemeinsam an. Wir gehen mal direkt runter auf den Tisch, dann sehen wir, was da so mitkommt, wickeln den mal eben zusammen und dann sehen wir uns hier gleich wieder zum Fazit und Geschmackstest. Also auch heute wieder dranbleiben. Spannend. Okay, first things first. Hier haben wir die Verpackung des Sting Atomizers im typischen Votofo Grün. Auf der Rückseite steht nicht viel, auf den Seiten auch nicht. Also schauen wir mal rein. Dann finden wir hier im Inneren natürlich einmal den Tröpfler selber. Und wenn wir den ganzen Schaumstoff hier rausnehmen, im unteren Bereich, kriegen wir nochmal zwei verschiedene Coils mit. Einmal die N80 1,2 und die 0,8 Ohm. Das eine ist halt eine klassische Drahtcoil hier. Und das andere eine Dual Core Fuse Clapton. Dann bekommen wir nochmal so ein bisschen Werkzeug hier, einen Allen Key und einen Schraubenzieher. Ein Ersatzteiltütchen mit O-Ring, noch einem zweiten Drip-Tip-Ersatzschrauben und dem Squonking Pin. Ihr bekommt nochmal ein bisschen Watte. Und natürlich die Benutzeranleitung, die nochmal erklärt, wie das Ganze zu wickeln ist. Gut, schauen wir uns das Gerät mal aus der Nähe an. Kommen wir erstmal zu den Spezifikationen und ich blende euch mal eben die verfügbaren Farben ein. Wir haben einen Durchmesser von 22 und eine Höhe von 22 mm. Zusammen mit dem Drip-Tip hier sind wir dann bei einer Gesamtlänge von 40 mm. Wir haben einen klassischen Single-Coil-MTL-Tröpfler, das sagt zumindest mal das Marketing. Und das werden wir heute natürlich nochmal überprüfen. Im oberen Bereich hier haben wir ein schönes 510er Drip-Tip, was hier mitkommt. Hat einen recht dünnen Hals und sitzt hier recht gut auch in der Aufnahme drin. Hier kommen aber direkt dann zwei verschiedene Varianten mit. Das eine ist nochmal so ein bisschen offener hier. Das liegt in dem Ersatzteiltütchen, hat nicht ganz so einen dünnen Hals und ist mehr so durchgehend. Könnt ihr also auch verwenden, wenn euch das besser gefällt. Ich finde, das, was von Anfang an drauf ist, gar nicht so schlecht. Gefällt mir ganz gut. Ich glaube, das lasse ich hier auch mal drauf. Dann haben wir hier das Sting-Logo auf der einen Seite und auf der anderen Seite sehen wir hier unsere Airflow. Die ist in so einer Tropfenform und lässt sich natürlich hier auch stufenlos regeln. Je nachdem, welche Größe ihr da haben wollt, haben wir ein großes Loch, was wir hier auf- und zumachen können. Und damit sollte jeder, glaube ich, seinen Zugwiderstand vernünftig einstellen können. Das funktioniert hier sehr gut. Dann haben wir hier auf der Unterseite unseren 510-Anschluss. Der ragt relativ weit raus, also auch für Hybrid geeignet. Und ja, steht noch her, wer es hergestellt hat, mit wem zusammen und der Name des Atomizers sowie die kleinen Kennzeichnungen hier unten. Wenn wir das Ganze auseinanderziehen, hier nochmal ein kurzer Blick in die Glocke. Die ist hier nochmal extrem verkleinert worden. Dann seht ihr hier diese beiden Nasen, die greifen ins Deck, sodass man, wenn man das aufgesteckt hat, das Ganze auch so einrastet, dass das Loch in dem Bereich ist, wo es hingehört und man auch dort entsprechend regeln kann. Apropos Wickeldeck, so sieht das Ganze hier aus. Die Schweinchennase hier in der Mitte ist leider fest verbaut. Wir haben keine verschiedenen Einsätze, sondern wir müssen das so nutzen, wie es hier kommt. Wir haben auf beiden Seiten hier unsere Drahtbefestigung. Das sind diese T-Stücke hier. Unter denen sitzen Federn, die das Ganze auch hochdrücken. Wenn ihr also anfangt, hier die Schraube zu lösen, dann kommt dieses ganze T-Stück hier entsprechend nach oben. Die Schrauben sind relativ lang. Das gibt uns viel Platz auch und sorgt dafür, dass das hier auch noch drin hängen bleibt und nicht rausspringt oder so, finde ich sehr gut. Hatten wir bei anderen Lösungen, da hat man so ein bisschen die Schraube losgedrückt und hatte das ganze Teil in der Hand. Wir haben hier auf beiden Seiten relativ große Taschen
Und das, was wir jetzt gleich machen werden, wir werden den Skronking Pin hier einbauen. Ihr seht da unten auch die Öffnung, die dafür sorgt, dass das Liquid dann hier in den unteren Bereich reinschießen kann. Hätte noch so ein bisschen höher liegen können, weil das natürlich auch die Höhe ist, unter der jetzt das Liquid danach auch wieder rausgesaugt wird. Somit bleibt dann zumindest ein Teppich an Liquid unten stehen. Ja, passt soweit. Gut, machen wir die zweite Schraube hier auch noch eben hoch. Dann heißt es wirklich, Coil hier nur reinfallen lassen. Also da habt ihr überhaupt keinen Stress. Legt die halt so ein bisschen dann runter, haltet die mit einer Hand fest. Und dann schraubt ihr das Ganze fest. Das, ich gehe mal davon aus, dass ihr hier auch ja nur dünne Drähte einbauen werdet. Und dann sollte das in der Regel ohne große Probleme vonstatten gehen. Ja, die dreht hier relativ kurz ab und bündig abschneiden. Lasst ihn nicht zu weit überstehen. So ein bisschen Platz ist hier. Aber ansonsten habt ihr gesehen, die Glocke ist verkleinert im inneren Bereich. Und wenn da Drähte auch nur ein bisschen zu weit überstehen, habt ihr sonst halt Kontakt. Also sorgt dafür, dass das hier entsprechend kurz abgestellt wird. Gut, dann wollen wir das Ganze mal vorsichtig ausglühen hier. Ich gebe mal vorsichtig Gas. Streichen wir hier wieder leicht drüber und warten, bis die ganzen Hotspots verschwinden. Das sieht aber schon relativ schnell gut aus. Können wir eigentlich schon fast so lassen. 0,8 Ohm waren angegeben, jetzt sind wir so bei 0,77, passt soweit. Dann packen wir hier noch so ein bisschen Watte rein. Viel brauchen wir hier wieder nicht. Wir haben jetzt hier zwei kleine Taschen auf jeder Seite. Da packen wir die natürlich ordentlich rein. Und dann wird das Ganze erstmal soweit vorbereitet. Dann brauche ich natürlich noch den Skronking Pin. Ich drehe mal die normale Schraube hier raus. Hätte man auch vorher machen können. Der geschlossene ist verbaut. Der Skronking Pin kommt dann jetzt rein. Ist ein ganz normaler 2er Imbus. Kommt aber auch ein passender Schlüssel natürlich mit, falls ihr den jetzt nicht habt. Und dann drehen wir das Ganze hier wieder fest. Gut, Skronker hatte ich schon vorbereitet. Schrauben wir das Ganze mal hier drauf. Immer schön fester anziehen, weil wenn ihr hier Abstände lasst, könnte es natürlich sein, dass das Liquid nicht oben landet, sondern sich an der Seite hier rausdrückt. Dann können wir hier mal ein bisschen reinskronken. Ich drücke mal unten auf die Flasche. Dann seht ihr, wie das Liquid hier hochschießt. Gut, machen wir von oben auch noch ein bisschen nass. Dann sind wir da sauber. Gut, dann wäre das Ganze soweit fertig. Ich glaube, Airflow-Loch hatte ich von außen hier noch gar nicht gezeigt. Ne, zwei O-Ringe hier halten die Topcap wirklich sehr feste hier. Lässt sich aber noch gut regeln, verstellt sich aber nicht von alleine. Also lässt sich ganz gut mitarbeiten. Und hier haben wir jetzt aber wirklich ein klassisches MTL-Deck, würde ich sagen. Die Löcher sind von der Größe auch her so. Und dann hier mit der äußeren Einstellung, dass da jeder seinen Bereich finden sollte. Kommen wir aber auch gleich im Fazit nochmal zu. Gut, aber dann wären wir soweit erstmal fertig in der Detailansicht mit dem Sting von Votofo. Und ich würde sagen, wir gehen mal wieder nach oben und kommen jetzt zum Fazit. Also bis gleich. Wicklung ist noch nass. Machen wir die Topcap mal wieder drauf. Das Teil hat einen sagenhaft guten Geschmack. Das Einzige, was halt nervig ist hier, die Airflow einmal richtig einzustellen. Ich mag ja wirklich den sehr strengen Zug. Und das heißt hier bei der Art von Airflow wirklich nur noch so ein Mini-Loch offen lassen. Und dann ist er für mich perfekt. Da kommt Geschmack satt. Die Wicklung, die mitkommt, ist eine sehr gute. Ich empfehle euch immer die Vendivape-Dinger, die Drähte. Ich weiß gar nicht, wo habe ich sie gerade rumliegen hier irgendwo. Ja, genau hier. Also diese Fine-Fused Clapton. Die werden jetzt hier auch noch ein bisschen besser, weil die haben 1,2 Ohm. Die hier ist mit 0,8 Ohm ein bisschen zu niedrig. Das heißt, wenn ich hier sehr restriktiv wie jetzt dampfe, kommt eigentlich viel zu viel Leistung an, die ich mit der Luft gar nicht richtig abhole, die ich jetzt da durchziehe. Das heißt, ich kriege jetzt hier einen relativ warmen MTL-Dampf, aber der ist sehr, sehr, sehr geschmackvoll. Also Coils sind auf jeden Fall nicht schlecht, schmecken sehr gut. Kommen wir nochmal zum Gerät. Ja, hier ist kein Rocket Science. Also haben wir alles schon mal irgendwie so ein bisschen gesehen natürlich.
Aber es ist gut umgesetzt, es funktioniert, es tut das, was es soll. Das heißt, wenn ihr da einen MTL-Tröpfler sucht, der in diesem 22er-Format ist, in schön klein, dann macht ihr hier nicht viel falsch. Das Gerät ist super verarbeitet, von O-Ring auch her. Die Topcap hält hier sehr schön dran, lässt sich gut einstellen, verstellt sich nicht. Wicklung reinpacken, ihr macht diese T-Dinger da runter und da verzieht sich auch nichts. Dann noch die Watte nach unten packen und fertig. Da es einen sehr kleinen Stauraum für Liquid hat, also die Liquid-Wanne auf beiden Seiten relativ klein gefasst ist, würde ich auch bei MTL sagen, es ist ein Gerät, was ich auf jeden Fall im Sponker-Bereich sehe, so wie ich es jetzt auch umgebaut habe. Da gefällt es mir sehr gut. Fürs Tröpfeln wäre es mir so ein bisschen zu nervig, da würde ich wahrscheinlich eher den Galaxies nehmen, da habe ich so ein bisschen mehr Tankinhalt. Also hier ist man sonst schon öftiger. Sorry, hier ist man sonst schon öfter ein bisschen am Nassquanken, aber ich mag das. Es heißt ja auch Squanken und nicht Tankdampfen. Also von daher ist es genau das, was es soll halt. Ist schön klein, passt also auch eigentlich auf die gängigen kleinen Squanker drauf. Also habt ihr dann eine schöne kleine Squanker-Kombi wie das hier mit dabei und ja, tut das, was es soll. Ja, was soll ich dazu noch erzählen? Wenn ihr noch Fragen habt, packt sie runter in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, macht gerne ein oder zwei Daumen hoch. Und ansonsten wünsche ich euch so wie immer ganz viel Spaß beim Dampfen und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Eure Dampfwolke. Du bist über die Berichterstattung zur E-Zigarette in den Medien aktuell verunsichert? Auf E-Zigaretten-Leben findest du alle Informationen und Fakten. Du möchtest, dass Raucher auch in Zukunft erfolgreich auf die wesentlich weniger schädliche Alternative umsteigen können? Unterstütze die Aktion Vaping is not Tobacco. Links zu den beiden Webseiten findest du unter diesem Video.